Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kann ich in deinen Schuhen gar nicht ernst nehmen hier? Ja, das sind meine Gartenschuhe. Ich hoffe, du bist bereit. Ja. Heute geht's nördlich nach Berlin, nach Ladeburg. Wir besuchen Kaspar. Kaspar ist ganz oben in der Show-and-Shine-Szene dabei, baut seit über 10 Jahren den Golf 1 auf. So viel vorweg. Alles verchromt, viel Carbon, viel Detaillebe. Ich denke mal, uns erwartet wirklich ein annähernd perfektes Auto. Glaube ich auch. Aber genau das, würde ich sagen, ziehen wir uns jetzt rein. Aber erst müssen wir noch ungefähr 350 Kilometer Autobahn fahren. Ist ein bisschen. So, Porn ab. Tür da jetzt hoch. Mhm. So, da sind wir. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Kaspar, beziehungsweise eigentlich René, auch gerade eben erst erfahren. Namensvetter. Mhm. erstmal kurz einen Überblick verschaffen über das Fahrzeug hier. Golf 1, wo fangen wir an? Richtig klassisches Tuning, so wie man das kennt, als ich früher auch angefangen habe. Mhm. So, ich weiß auch noch damals um die 2000er rum, da war das halt so, ne? Da hat man alles weggecleant. Porsche-Türgriffe. Weil hier noch habe ich bis heute auch noch einen Satz liegen für meinen Golf 1. Und halt alles chrom, alles blank gemacht. Okay, wir fangen mal an. Wie lange hast du das Auto schon? Also dann habe ich mir als erstes Auto gekauft, wo ich 18 war, 2005. Ja, also 16 Jahre. Erste Auto auch. Mhm. Erste Auto original, war in der Farbe damals auch original. Dann waren wir damals in Bautzen beim Tuning-Treffen. Auf dem Rückweg ist uns der Motor auseinandergeflogen und dann haben wir angefangen, den zu zerlegen. Und dann ging es immer weiter. Was für ein Motor war da drin? Ein 1.0er, ist das 0.50? Ah, okay, also okay. Ja. Und welches Baujahr ist der? 77. Ah, ist sogar ein alter. Ja. Okay. Mhm. Ja, passt sich auf jeden Fall auch perfekt, weil mein erstes Auto war auch ein Golf 1 GTI. Und den habe ich sogar hier bei euch in der Nähe abgeholt aus Berlin-Marzahn damals. Ja. Das ist ja gerne der Ecke. Ja. War allerdings ein 83er. Und war für dich damals, wir haben jetzt ja hier eine Art von Tuning, die ist mal wieder ganz was anderes, weil wir zeigen auch gerne mal 1000 PS, 1500 PS, geradeaus fahren und so weiter. Das ist ja aber eigentlich das Tuning, was man damals so kannte. Genau. So, also so wirklich die ganze Woche über das Auto umbauen, putzen, vorbereiten, am Wochenende Show und Shine auf dem Parkplatz irgendwo stehen. Mittlerweile sind die Treffen ja größer geworden, in irgendwelchen Hallen stehen. Wörthersee, Tuning World Bodensee, Essen Motorshow, gibt ja haufenweise Events für sowas. Und dann eigentlich noch so wirklich die Disziplin dahinter ist ja eigentlich zu zeigen, wer das Auto am krassesten umgebaut hat. Genau, deswegen, das war ja schon immer, bevor ich mir das Auto gekauft habe, wollte ich unbedingt schon ein Scheinfahrzeug bauen und halt auch vorne mitspielen. Und dann geht's los. Ich glaube, viele von den Zuschauern verstehen das gar nicht, wie man überhaupt auf die Idee kommt, so ein Show und Shine Auto zu bauen. Weil es ist ja eigentlich, fährst du mit diesem Auto noch? Eigentlich so gut wie gar nicht. Wirklich auf den Hänger und dann kann ich vorfahren bei irgendeinem Event oder auf ein Event rumfahren und dann wird der auf den Hänger wieder verladen. Muss man ja ehrlich zugeben. Aber ist immerhin fahrbereit, also läuft. Funktioniert, tut alles. Licht funktioniert, Bremse funktioniert, Motor läuft, fährt los. Weil ich weiß noch, es gab ja auch ganz viele Autos in der Szene, wo dann wirklich so mehr oder weniger, oder Amis sind da auch Experten drin, da steckt dann Motor drin, aber man sieht schon an den Kabeln, dass das Ding eigentlich gar nicht fahren kann. Ne? Ja, so war es in der ersten Umbaustufe, da hatten ein paar Sachen nicht so funktioniert und das wollten wir nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, das kriegen wir auch hin, dass alles funktioniert und man trotzdem so gut wie kein Kabel sieht. Okay. Nochmal zurückzukommen auf Thema Show und Shine. Wo drin, wie kamst du dazu? Also war das schon immer so mit 16, 14, 18 dann so? Ja, ich hab Bock, alles zu verkrummen. Ja. Das fand ich irgendwie damals cool und also Viertelmeile hat mich damals nicht, also ich fand es cool, aber irgendwie wollte ich, wenn, ein schönes Auto haben mit Chrom und damals waren auch viel Gold und das war schon immer irgendwie mein Interesse. Weil man muss auch immer dazu sagen, dieses Show and Shine ist ja auch unabhängig vom Zeitaufwand schon auch richtig kostenintensiv damals immer so gewesen. Ne? Weil ich weiß auch damals immer, also damals 15 Jahre her, so Getriebe verchromen waren ja schon immer mal mindestens irgendwie so 2000 Euro oder so in dem Dreh, ne? Ja, das
bist du los und vor allem die Vorarbeit. Ja. Du fängst an, das zu schleifen und heutzutage verdichtest du ja viele Teile, was ja früher auch noch gar nicht so bekannt war, damit die richtig glatt werden. Du kommst ja in die Ecken nicht rein, aber ja, du bist immer mal schnell in Tausender, ist immer weg für ein paar Teile. Oder das. Jetzt muss man nämlich dazu sagen, dieses ganze Gehäuse, das ist nämlich eigentlich gar nicht so clean, wie man das jetzt hier sieht, sondern hier sind überall schon so Ecken und Kanten weggeschnitten, gerade geflext, also gerade geschliffen und dann geht das eigentliche Polieren, Verchromen und so weiter erst los. Ne? Ja. Wer hat die ganzen Chromsachen alle gemacht? Oh, da sind drei Leute gleichzeitig involviert. In Berlin hatte ich eine Firma, dann hatte ich den Panzer hier, Panzerpolish. Roland. Ja. Wie heißt der so? Ja, aus Nürnberg kommt der Ja, der hat mir damals ein paar Sachen. Das ist ja der verrückteste von allen. Ja, genau, der hatte in der ersten Umbaustufe von mir auch den Motorblock und so verchromt. Mhm. Der steht da hinten noch in der Ecke, falls wir den uns nachher nochmal angucken wollen. Ja. Motorblock. Ja. So, ne? Aber den habe ich halt rausnehmen müssen, weil es funktioniert halt nicht. Es ist drinnen dann danach auch alles defekt durch die Bäder, da sind alle Lager kaputt und die Buchsen alles Schrott. Deswegen haben wir jetzt gesagt, dann machen wir ein Schwarz. Aha, krass. Wo ich behaupten würde, da gibt es dann jetzt tatsächlich wieder Motorenbauer, die das auf den Weg kriegen. Ja, glaube ich schon. Vielleicht bestimmt irgendwie, aber wir haben es dann gelassen. Jetzt muss man auch dazu sagen, man verrennt sich da irgendwann so weit drin. Man sieht es ja wirklich eigentlich den Block fast nicht mehr. Das ist ja wirklich mehr so fürs Gewissen, dass man weiß, dass dahinter dann auch noch was verchromt ist. Ne? Genau, und im jetzigen Design mit dem Schwarz passt er sich ja gut ein. Die ganze, das ist ja mehr oder weniger Chrom und in Schwarz alles hier gehalten. Finde ich persönlich auch cooler. Ich weiß, damals war das ja immer so, dass man so diese ganzen, auch viel Gold dran macht. Ne? Genau. Aber ich persönlich mag auch diesen Chrom-Schwarz-Carbon. Finde ich definitiv auch. Und jetzt zu der Farbe würde Gold einfach auch nicht mehr passen. Mhm. Welche Farbe war der vorher? Also braun, ich sag mal UPS-braun. Mhm. Ja, es wird jetzt bestimmt einige auf dem Channel geben, die das Auto seit 15 Jahren kennen. So aus dieser Show- und Schein-Szene. Wird jetzt aber auch wirklich einige geben, die wirklich sagen, wieso macht man sowas so ungefähr? Da gibt es bestimmt noch, ja. Jetzt muss man auch dazu sagen, was ich... Jetzt, weil ich habe ja erst das gemacht, habe dann so diese Leistungssache gemacht. Jetzt ist bei dem Show and Shine das Coole, das baust du einmal und kannst es dir jetzt für immer ins Wohnzimmer stellen. Das ist immerhin so, dass es nicht kaputt geht. Also weißt du, ein Teil, was einmal verchromt ist, bleibt immer schön in Chrom. Das ist halt bei dieser Leistungssache, ja, mit Pech, monatelang Motor bauen, einmal Gas geben, kaputt, fängst du vorne an. Ne? Stimmt wohl, ja, wenn du wirklich nicht mehr groß mit fährst, dann hältst du das Auto in dem Zustand. So, jetzt die entscheidende Frage als erstes. Das ist ja schon auch mittlerweile, das war damals auch noch nicht so, wahrscheinlich als du angefangen hast, da war das ja auch noch nicht so, dass man unbedingt einen fetten Turbolader haben muss, dass man unbedingt Leistung haben muss und so weiter, weil theoretisch ist das ja auch eher hier so, ja, also das sieht schon eigentlich eher nach 500 PS aus oder so. Auf jeden Fall mit dem Lader würde er die theoretisch wahrscheinlich locker drücken, aber man muss ja auch ehrlich sagen, das Auto hat aus Gründen, dass es optisch besser aussieht, keinen Ladeluftkühler und wir fahren hier wirklich einfach nur Dosendruck, 0, weiß ich nicht, was die Dose dann 0,8 oder so, weil wir einfach den Block auch nicht so gemacht haben, dass er 1000 PS ab kann. Aber ansonsten, früher war halt immer richtig clean 16V und Weber-Vergaser war ja damals immer, aber das war mir zu langweilig jetzt. Wollte ich denn nicht mehr. Ne, kann ich auch verstehen. Kann ich verstehen, weil irgendwie, weil es war ja, der Grundgedanke ursprünglich war immer, ein Auto muss maximal clean sein. So, ne? Das heißt, früher hätte man ja auch noch so diese ganzen Kotflügelschrauben alles weggemacht, so dass man wirklich gar keine Schrauben an so einem Auto mehr sieht. Und das ist dann halt wirklich ein Auto, was man gar nicht mehr nutzt. Also was wirklich im Zahlungsfall nicht mal auf dem Trailer auch runterfährt, sondern hoch und runter geschoben wird. Halt, ne? Ja, das ist denn. Aber ich fand es auch gerade beim Einser mit Ecken und Kanten, ein paar Kotflügelschrauben vorne, den Schlossträger, vielleicht diese ganzen Vertiefungen so machen. Wenn man alles glatt macht, das passt halt, finde ich, nicht zum Golf 1. Ja. Ne, stimmt, da gab es auch viele, die das auch nicht machen. Ja, oder die Dome da, die Verschweißung da, alles weg. Das alles wegmachen. Da kann man alles machen, aber... Wie oft wurde das Auto schon lackiert? Na, zweimal, einmal in braun und jetzt wieder in die Originalfarbe zurück. Krass. Mhm. Ich hätte gedacht, dass man über die Jahre immer mal irgendwie ein bisschen irgendwo aneckt oder mal nochmal sich sagt, hier hätte ich doch gerne ein Loft oder da. Wir sind echt vorsichtig gewesen, ein paar kleine Schrammen gab es aber jetzt nicht, um das neu zu lackieren irgendwo. Wir haben dann, das waren Stellen, da bin ich ganz leicht mit dem Lackstift dann nochmal benähern, weil es irgendwo am Träger, beim Motoreinbau oder sonst irgendwas nochmal angeeckt ist. Aber nö. Ist der von unten auch so durchlackiert? Ja, bestimmt. Komplett, ja. Einfach. Blank, glatt, rüber. Komplett glatt. Das Dach ist genauso glatt wie der Unterboden. Geil, das ist auch nicht schlecht. Ja, nee, aber mittlerweile ist es da halt schon so, dass selbst bei den Show und Shine Jungs, die werden natürlich auch alle älter, dann muss es halt auch ein fetter Turbolader sein. Was ich verstehen kann. Ja, gibt ja auch ein bisschen mehr zu gucken. Ne? Ich finde es auch definitiv geiler, wenn da so ein bisschen was drin ist.
Das heißt, so Krümmer und so habt ihr auch alles selber gebaut oder wie habt ihr das gemacht? Ja, den Krümmer hat ein Kumpel hier von mir gebaut, Vic Art damals. Ah, ja. Ja, der, ich weiß ja nicht, ob der noch existiert, aber der hat auch den damals, ja, ja, der hat den ja, gut geschweißt. So halt, hm. Mhm. Ansonsten die Auspuffanlage hier, das habe ich alles hier selber gebaut. Also ich kann ja ein bisschen wegschweißen, jetzt nicht perfekt, aber ja, so ein ja. Auspuff kriege ich noch hin, so normale Rohre an einer Edelstahl, mit Alu ist jetzt nicht ja, so mein Spezialgebiet, aber. Ja, cool. Weil allein die Laderposition halt auch schon wieder witzig ist, ne? Damals hatte so den Lader kaum jemand. Heutzutage wollen ja viele jetzt so ein bisschen flacher und rum den Lader. Ja, ja. Und man muss halt einfach sagen, damit man mal sieht, wie tief der Nagel hier im Kopf drin steckt, ist halt Abgasgehäuse verchromt, ne? Weißt du, normalerweise wird das Ding so heiß, dass du es noch nicht mal anfassen kannst. So. Mhm. Drumherum auch alles nicht. Und Waze geht auch noch verchromt halt, ne? So. Das ist halt schon wirklich krass. Das ist verchromt richtig, ne? Ja, das ist richtig chrom, ne? Ist nicht nur poliert, sondern auch verchromt. Nee, das ist alles verchromt. Ja. Achso, du hast radikal aber allen Sachen sofort gesagt, selbst Alu wird nicht nur poliert, sondern wirklich auch überall chrom über. Ja, allein wegen der Haltbarkeit. Mhm. Weil polieren, du hast immer, man sitzt ja am Überrollkäfig oder so, den ich jetzt noch nicht verkrumme, aber du hast immer einen Kopf voll, den zu pflegen. Das läuft dir alles an nach der Zeit und es ist halt wirklich pflegeintensiv. Dann muss halt der Überrollkäfig mal poliert werden. Ja, der muss mal neu poliert werden. Dann aber viel Spaß denn drin, den kriegt man ja nicht so einfach mal ausgebaut. Nee. Aber der Panzer ist für mich nach wie vor, was das Polieren und Verchromen angeht, ja, wirklich. Ist eigentlich der beste Mann, ja. Ja, also das ist wirklich, also, wie der es immer schafft, auch so. Also der schafft es ja wirklich Rohr an Rohr ja. so zu verschleifen am Ende, ja. dass man wirklich gar nichts mehr sieht. Ja, halt, ne? Das kriegt er hin, ja. Das habe ich da nicht geschafft. Also, der hat wirklich was auf dem Kasten. Also, ja, das, also bester Mann. Der steigert sich da auch so krass rein, dass er dann schon selber zu drunter leiden wird, so ungefähr. Weil egal, jeder kleinste Pickel, das muss wirklich alles. Brutal aussehen. Ja, okay, also 16V, 1,8 Liter? Genau. Schon aber so ein bisschen Kolbenpleuel und so gemacht oder Serie unten drin? Wir haben Kolben gemacht und ansonsten, ja, das ist mehr oder weniger Serie. Mhm. Und dementsprechend Kupplung, irgendeine Kupplung drin, Getriebe und so, aber auch alles Serie? Das ist alles Serie, ja. Also diese Getriebe würde auch, wenn man mal erst hebt, glaube ich, nicht viel halten. Davon mal abgesehen. Würdest du dich mal reizen, mal Gas zu geben? Nee, dafür ist mir die Arbeit zu schade. Wenn es, also wenn es nicht dreckig werden würde? Also angenommen, wir hätten jetzt so einen Reihenraum, wo kein Dreck wäre und gar nichts? Ja, dann könnte man mal testen, ob das wirklich alles, ob alles hält, was man da gebaut hat. Aber es ist mir eigentlich, ich habe einfach Angst, muss ich sagen. Ja. Weil da fliegt irgendwas auseinander, knallt irgendwo hin und das Rathaus ist Schrott. Das, ja, vor allen Dingen. Es ist wirklich einfach schade um die jahrelange Arbeit, denn ja. Selbst wenn du nur einmal so richtig schön von hier bis zur Essen Motorshow im November mit dem offenen Trailer, wenn es da richtig schön anfängt zu regnen, das zieht ja so weit rein in den Motorhaus. Hast du verloren, das kriegst du nie wieder. Weil man fängt ja auch sofort den Lack an zu zerkratzen beim Sauermachen in dem Fall. Ne? Das heißt, kannst du nicht machen. Also in der Klasse fahren auch alle in geschlossenen Trailer eigentlich. Also. Aber finde ich nicht cool. In der Klasse. Also das ist halt richtig, das wissen ja. einige gar nicht, was da wirklich halt noch richtig... Gibt es eigentlich den Ballermann noch? Gute Frage. Ich habe jetzt nicht gehört, dass das Auto weg ist. Irgendwie. Der hatte nämlich auch immer so einen babyblauen Golf 1. Das war auch immer so mit das krasseste Auto. Das Ding ist auch krass, ja. Mhm. Mhm. Was war dein Lieblingstreffen immer? Ja, das waren wirklich die alten Zeiten noch. VW-Blasen. Mhm. Echt? Okay, also, krass. Ich kenne ja noch wirklich auch noch die alten Zeiten in Luckau. Da war ich ja auch gerade so noch 16. Da waren wir auch schon da und ich bin ja immer der Typ, der noch auf Partytreffen steht. Mhm. Bautzen ist noch das Einzige, glaube ich, wo noch ein bisschen ausgerastet wird. Also doch noch die fahrende Couch auf Macker am Ende. Ja, ich finde ja sowas gut. Tagsüber kann man ja auch ein gut. Es sind ja nicht nur Assis, die denn da sind. Es sind ja auch Leute mit guten Autos, die halt auch abends einfach nur mal was trinken und ein bisschen Party machen. Es wurde halt immer sehr abgestempelt auf nur Assis, aber können auch gute Autos haben. Und heutzutage bist du ja schon der Idiot, wenn du mal ein bisschen betrunken auf irgendeinem Treffen bist, weil die Leute ja dann doch irgendwie... Oder wenn die Musik mal ein bisschen lauter ist. Aber jetzt so aktuell fahre ich halt gern zum Lottersee immer, aber ist ja wirklich. Aber dort stellst du das Auto auch nur ab? Ja, da stehe ich dann früh auf, überlege, fahren wir heute nach Fark, stellen wir das Ding vorm Schloss ab und suchen uns halt irgendeinen Hotspot, je nach Wetterlage und stellen ihn dann ab und dann machen wir uns da einen schönen Tag und dann abends wieder ins Hotel zurück. Finde ich wirklich krass. Ja. So die ganze Arbeit und über Jahre und einfach nur, das ist halt dann eigentlich... Ich glaube, man darf es dann in dem Fall gar nicht mehr mit dem Auto vergleichen, sondern es ist dann in dem Moment halt einfach ein Hobby, ein Projekt, sage ich jetzt mal. Ne? So wie es auch Künstler gibt, die einfach jahrelang an einem Gemälde malen, eine Skulptur schnitzen. Ja, das ist sowas in der Richtung. Ne? Mhm. Gibt es irgendwas am Auto, was du gerne noch verändern würdest aktuell? Oder würdest du jetzt sagen, so jetzt bin ich durch?
Tja, ich bin durch. Okay. Das ist jetzt wirklich so, wo ich sage, okay. Ist jetzt nichts mehr, wo, was ich jetzt so reizen würde. Nee. Ich bin durch. Würdest du in aktueller Lage aber nochmal wieder so einen Schornsteinauto bauen? Nee. Auch nicht mehr. Nicht mehr. Also hätte ich vorher gewusst, diesen zweiten Umbau auch an Aufwand, an Kosten und für Nerven kostet, hätte ich es mir auch dreimal überlegt, ihn nochmal auseinanderzureißen. Aber gut, jetzt, ich bin auch kein Typ, der auf der Hälfte aufhört und nachher die Karosse verkauft. Der ziehe ich jetzt hier durch. Hat zwar alles doppelt, dreimal so lange gedauert, wie geplant und war auch fünfmal so teuer, aber gut, wir haben es geschafft und jetzt sind wir wieder am Start. Das heißt, zweite Umbau ist von Braun auf die Originalfarbe? Genau. Wie lange hat das gedauert und so? 2014 habe ich ihn auseinandergerissen. Eigentlich wollten wir dann 2 Jahre später wieder am Start sein. Na gut, jetzt haben wir, ja, daraus sind 7 Jahre geworden. Gut, 1,5 Jahre Corona kannst du abziehen, weil das Auto war ja schon letztes Jahr mehr oder weniger startklar, aber wir haben es ja dann einfach erlassen und ihn einfach stehen lassen. Ja, aber das heißt, so wie er jetzt gerade hier steht, war der im Wörthersee und so noch gar nicht? Nee, noch gar nicht. Ach so. Wir waren mit dem Corrado am Wörthersee. Dann. Okay, das ist ja dann quasi Highlight. Ja, wenn nächstes Jahr ist Highlight, wenn es stattfindet. Alles, also das, ein Event hat das Auto gesehen, das war die XS Carnite Classic vor 2-3 Wochen oder wenn die war. Und wie waren die Reaktionen? Ja, wirklich super. War ja auch gleich in der XS-Mac da, in der Zeitung drin. Ich habe auch nur durch Zufall das Auto bei dem Jörn von Stahlwerks in der Story gesehen und ihn sofort angeschrieben, hey, weißt du, wem das Auto gehört und so weiter. Weil ich habe diesen Einser gesehen, den voll verchromt und wusste direkt das Auto. Bist du auch da mit dem Auto dann? Wo? Beim Stahlwerk-Treffen? Gute Frage, wann ist denn das? 21. 22. Nächste Wochenende. Ach so, nee, da bin ich, da bin ich raus. Genau, René meinte schon, bei ihm sind die Wochenenden noch schlimmer als bei mir so ungefähr, die sind alle... Ja, nee, August sieht schlecht aus. Nächste Treffen ist halt, wie gesagt, in Polen Ultras. Ich glaube, das ist auch im gleichen Wochenende. Am 28. ist das. Also eine Woche danach, immer der nächste, genau. Ja, nee, wir waren ja letztes Jahr da, ne? Stahlwerkstreffen in Gotha. Genau. Cool. Ich bin dieses Jahr auch wieder. Ja, man muss halt überlegen, wo man... Garden of Stands. Ja. Das ist, glaube ich, eigentlich könntest du jedes Wochenende dann irgendwo hinfahren, aber das muss ja irgendwo... Im Rahmen bleiben. Bisschen im Rahmen bleiben. Ist ja mal ein bisschen mehr Wasserfahren verbunden. Was bei dem, was bei diesem Show and Shine allerdings ganz cool ist, es ist halt in Gewissheit schon, da träumen wir immer von jedes Mal, Marius und ich fahren los zu einem Event und sagen, wenn wir zurückkommen, wandert das Auto einfach nur heile in der Garage. Genau. Klappt nie. Klappt wirklich nie. Und hier ist es ja schon so, wenn du nicht gerade im Kopf hast, das und das und das will ich noch alles umbauen, ist es ja schon so, dass man das Auto auch mal wegstellen kann. Ne? Genau, so ist jetzt der aktuelle Stand. Rausgeholt zum Treffen, dann wird der wieder abgedeckt hier und dann. Also wird er jetzt erstmal bleiben und krass. Ja, sowas muss man einfach live gesehen haben, weil wenn man sowas gar nicht kennt, dann hat man auch einfach keine Vorstellung von. Ja, krass. Okay, dann gucken wir mal, was drinnen so ist. Das hier ist, das war jetzt aber nicht nur gebaut, um das Auto auf der XS Carnite da über die Wand zu heben. Nee, das ist einfach gebaut für eine Trailerverladung. Ah, okay. Klingt einfach ein Spanngurt ein und fertig. Und fertig geht das, ne? Und dann vor Ort tausche ich einfach die Mutter oder ich baue ja meistens die Räder ab. Denn ja, klar. Ansonsten, weil ich hatte keine Lust mehr, das Auto zu kaufen irgendwo in Spanien und die Felgen, du kommst ja nicht durch. Und da habe ich gedacht, okay, habe ich mir geklaut die Lösung von Porsche 935, also die haben das. Ja, genau, das war im Rennsport früher. Ja, im Rennsport haben die das und das ist ja optimal. Das kannst du verstellen und hast keinen Aufwand, das hält bombenmäßig. Den Zentralverschluss muss man ja auch irgendwie nutzen, jetzt sinnvoll. Ich habe auf jeden Fall gerade was gesehen, René, wenn du das siehst, wirst du gleich nochmal vom Glauben abfallen. Wenn wir das Rad abnehmen. Da sieht man dann mal, wie krass das Ganze am Ende ist. Sport hier? Weil der ist ja noch kleiner als 28, der muss ja irgendwie so 25 sein. Ne? Aber gut noch. Und das war übrigens der Vorgänger zu dem ADU, was man jetzt überall drin hat. Ah, okay. So, dieses Deck-Display war damals Masterdinge, war immer mein Volltraum. Da gab es noch nicht so diese ultra krassen digitalen Displays, sondern da war wirklich Drehzahlmesser plus unten 2 Zeilen drin. Weiß ich noch, das war so, das war der Rennsport damals. Ne?
Sitz ist irgendein Schalensitz, der nachträglich bezogen wurde. Original Sparko Evo Sitz mal gewesen, Polster abgemacht, alle Durchführungen, Gurtdurchführungen und so zugemacht und dann halt glatt geschliffen und bezogen. Laminiert. Ja, ja. Ja, und hier ist halt das Krasse. Es ist halt wirklich, selbst im Innenraum, ist halt wirklich alles, also es ist jetzt, wie du sagtest, nicht alles komplett clean gemacht, aber es ist schon alles blank. Also da ist halt überall nirgendwo mehr... Genau, es sind einfach die ganzen Löcher verschweißt, aber die originalen Sicken und Kanten sind mehr oder weniger alten geblieben. Ja, ja. Und hier, Pedalerie verchromt. Weißt du Bescheid? Ja, das ist ja auch komplette Konstruktion da mit Waagebalkenbremse. Genau, das wollte ich gerade zeigen. Da musst du einmal reinfüllen. So richtig unter das Lenkrad rund. Da drunter ist eigentlich die ganze Bremse. Mit Hauptbremszylinder und so. Deswegen ist das im Motorraum so clean, wo der Turbolader jetzt sitzt. Aber die Art, wie das Auto am Ende werden sollte, hat es schon die ganze Zeit im Kopf oder ist auch so mit der Zeit entstanden? Nee, das hatte ich vorher ungefähr im Kopf. Also so dieser, weil es ist ja schon in gewisser Weise schon ein richtiger Race-Style eigentlich. Genau, ne? Ja. So war es ja vorher auch. So halbwegs und aber, also wie es werden sollte, stand vorher fest. So, ne? Weil so auch so mit dem Catch-Tank hinten drin, genau. mit den Bremsflüssigkeitsbehältern. Genau, mit der Schaltung und alles, so war das immer geplant. Und ein paar Sachen nachträglich entweder, da ärgere ich mich auch im Nachhinein drüber, und zwar, das ist die Lufthebeanlage. Weil die haben wir uns nach dem Lackieren erst auf die Idee gekommen, sonst hätte ich vorher da Hülsen eingeschweißt vernünftig und jetzt haben wir das mit den Platten so gelöst. Weil ich konnte nach dem Lackieren ja nicht mehr groß schweißen da irgendwann. Ah, okay, verstehe. Die Hebeanlage... Ultra praktisch, Treffen, weil, wie René gerade schon sagte, er baut wirklich die Räder auf dem Treffen immer ab. Ne? Ist halt auch so. Da auch schon krass. Dann auch so richtig mit Spiegel drunter und so weiter? Also? Ja, hab ich alles da. Ja, voll Programm. Ein bisschen. Hm. Dafür diese Hebeanlage, das heißt auf Knopf drücken, Luftdruck drauf, buff, hoch. Läuft das dann über den Tank oder bringst du Druckluft mit? Nee, ich habe immer meine Druckluft in der Flasche mit. Das reicht ungefähr, wenn ich die vollfülle für 20 Mal heben. So oft? Also, ja. Und ich habe mir einfach einen Schlauch gebaut. Ich stelle eine Pulle daneben und befülle die dann immer. Ja. Kriege ich zwar nur die Hälfte rein oder ein bisschen mehr in die größere Flasche nehmen, aber es reicht so 15 Mal heben oder so. Dann fülle ich es einfach wieder auf. Krass, weil wir hatten noch mit bei Marius Golf überlegt, wie viel Luft man da wohl so braucht, um das hochzuheben und so weiter. Ja, wir hatten ungefähr errechnet, aber es haut doch ungefähr hin. Also. Okay, und nach dem Lackieren ist okay, aber sonst hättest du wirklich die Karosse zerschnitten und hättest richtig Hülsen eingeschweißt. Richtig Hülsen eingeschweißt, ist gleich mitlackiert oder ein bisschen die Konstruktion noch verändert, gleich mit dem Käfig irgendwie oder so. Aber gut, im Nachhinein ist uns erst die Idee gekommen, war das Ding lackiert, dann musst du halt jetzt die Lösung nehmen. Ist ja auch okay, aber. Ja. Mhm. Legal kriegt man sowas nicht hin, ne? Mit der Hebeanlage? Mhm. Das ist wahrscheinlich auch das kleinste Problem mit der Hebeanlage hier. So das wird wieder so ein Punkt sein, da wird sich noch nie einer so richtig mit beschäftigt haben. Weil warum sollte es verboten sein? Also es wird mit Sicherheit irgendwie ein Gesetz geben, dass du nicht aus Versehen rankommen darfst. Also weißt du, es muss wahrscheinlich irgendwie gesichert sein, dass die während der Fahrt nicht runtergehen kann. Wahrscheinlich brauchst du eine Kontrolle, also falls die unten sind oder irgendwas, so wie mit einem Ärger. Genau. Wahrscheinlich, so, dass du eine Sicherheit drin hast. Aber so, sonst so. Und meiner Meinung nach, Porsche... GT3 und so, kannst du ja kaufen mit einer Hebeanlage. Ja, ja. Auch die RS-Modelle oder so. Ja, ja. Wobei die halt die heben halt nur die Achse quasi vorne. Ne? Ja, ich glaube, die haben in den Dämpfer haben die erst drin. Wahnsinn. Weiß man immer gar nicht so. Wie ist das so, wenn du auf so einem Treffen stehst, dann müssen doch auch wirklich immer wieder Leute ankommen, die eigentlich gar nichts so mit diesem Tuning zu tun haben. Ja, ist doch oft. Was sagen die so? Wie sind deren Eindrücke? Ja, eigentlich fassungslos. Ja, fassungslos, aber immer positiv, freuen sich halt drüber und fragen halt nach, können es halt nicht verstehen, ist ja normal, wenn man da irgendwie einfach als Unbeteiligter sich das mal anguckt, aber gut. Das ist ein originales bezogen oder ist das Vollcarbon-Korb? Nee, das ist ein originales und auch nur halt glatt geschliffen, Handschuhfachdeckel zu und dann bezogen. Ja. Weil ich hatte damals für meinen auch mal eins aus Echtcarbon komplett. Okay. Aber das hat man niemals so schön gerade hinbekommen wie das. Und das ist ja wirklich kerzengerade. Geil. Welche Räder waren da sonst so drauf? Na, ich habe noch einen Satz Steiner-Räder. Die waren da vorher drauf. Mhm. Die liegen noch bei mir so rum. Vielleicht baue ich die nochmal um, muss ich mal gucken. Die sind ja echt selten, die hat wirklich, glaube ich, kaum einer. Muss ich gerade überlegen, der Name sagt mir sofort was. Ja, die haben vielleicht Luftgekühlte manchmal den Druck gehabt, diese Design, so fünf Speichen-Design, sage ich mal so. Könnt ihr auf der Bühne theoretisch die Hebeanlagen auch machen? Ja, dafür haben wir das hier so gebaut, dass man den hier auch annehmen kann. Das wäre geil. Ja.
Das war ja Marius Traum immer für ein Event, weil auch gerade so angenommen, wenn wir das Heizdecken aufs Auto drauf machen, ne? Jetzt schmeißt du einfach drauf und fertig halt. Ne? Ja. Ja, bist natürlich. Es ist halt, wenn man sich so, wenn man immer weiter in diesem Tunnel, in diesem Auto, noch mehr verchromt, noch geiler, dies, das, jenes. Die letzte Stufe ist dann natürlich, du kommst beim Treffen an, alle anderen Wagenheber. Deswegen, das wollte ich nicht mehr. Alles mitschleppen und so. Dann musst du dir auch irgendwelche Halter wieder bauen, entweder eine Narbe oder unterbaust den irgendwie und so. Einfach geht's nicht. Haben wir das Fahrwerk noch ein bisschen gekürzt, dass der nicht ewig ausfedert, dass ich halt nicht einen gigantischen Weg brauche. Weil so ist es ja für uns gesagt, ist es ja jetzt ganz in Ordnung. Eigentlich federt da ja gar nichts fast raus. Wenig, ja. Deswegen. Auch die wenig. Ja, ich weiß noch, als der Reifen damals rauskam, dieser 165. Dann kam das wirklich geil. So, ne? Weil es gab ja in den ganzen Größen immer noch so keine richtig flachen, krassen Reifen. Und irgendwann kam, ich weiß noch, der allererste Reifen, der damals rauskam, wo es auch nur so ein ganz paar von gab, das war damals, glaube ich, ein 165, ich glaube in 16 Zoll oder so. Wir wollten damals alle sofort haben, gab es aber irgendwie nur 100 oder 200 Stück und sofort war er wieder weg. Ja, ich glaube, auch ein Ankang lebt nur von der Tuning-Szene, ja. Also. Das war genau so dieser Umschwung, entweder 13, 14 Zoll kleine Räder mit ein bisschen dicker Gummi, ne? Oder dann irgendwann wurden die Räder größer. Ja, 13 Zoll ist ja. Und jetzt muss man halt auch sagen, 17 Zoll auf dem Golf 1, was ja eigentlich riesig ist. Ne? Eigentlich ja, ist 17 Zoll auf dem Golf 1 schon riesig, aber mit diesen flachen Reifen. Da geht das, genau. Aber es ist halt auch wirklich fast kein Reifen mehr. Ne? Krass. Ja, wir müssen auf jeden Fall einmal die Räder runternehmen. Kein Problem. Weil das, was da an Bremse drunter ist. Wir haben jetzt den Zentralverschluss. Also gefühlt sieht die Bremse größer aus als das Rad. Weiß gar nicht, wie der runterpassen soll. Ja, das haben schon viele gefragt. Das ist doch wirklich, man kriegt kein Blatt Papier mehr zwischen. Immer ein Zentralverschluss. Schon ein geiler Zentralverschluss. So. Habe ich zu viel versprochen? Habe ich zu viel versprochen, oder? Nein. Vorhin. Das ist. Das ist. Das muss ein 265er sein, oder nicht? Das ist ein 365er, das ist die Hinterachse. 365, sorry, genau. Hinterachse R8 ist. Ah, 356. 356. Genau, oder 356, war? Ja, 356, so. Also Hinterachse R8, dieser WF-Design wollte ich ja haben, weil fand die Kamera noch nicht so viele und wurde. So, und andere sind froh, wenn sie überhaupt eine neue Bremsscheibe haben. Hier wird erstmal die Bremsscheibe noch verchromt dazu, ne? Ja, und halt einen 8-Kolben-Sattel in Carbon. Kann man ja mal machen. Ja, aber überlegt mal. Aber ist das Carbon bezogen oder Wassertransferdruck? Nee, das ist alles laminiert. Also richtig laminiert, ne? Das ist echt krass. Und jetzt überlegt mal, eine 356er Bremse unter eine 17 Zoll. Ja. Der muss ja, die Felge muss ja eigentlich drum rumstehen. Ja, so mehr oder weniger. Weil wenn man so drauf guckt, sieht ja fast eine Bremse größer aus als die Felge. Ja, das ist, also mehr geht wirklich nicht. Das ist auf ein Zehntel Millimeter, also geht das vorbei. Wir haben das tausendmal gemessen. Und ich wäre auch gerne noch ein bisschen weiter nach innen gekommen mit die Räder, aber das schaffst du nicht mehr. Das, dann passt das nicht. Weil man ein bisschen mehr versenken können. Aber ist nicht möglich mit der Bremse. Und dann haben wir gesagt, okay. So, und was halt der Wahnsinn ist, ja, die, gefühlt sehen die Radhäuser krasser aus als der Motorraum und so, ne? Das ist halt wirklich alles blank. Die ganze Karosserie und sowas, alles aber auch selber gemacht, komm. Ja, das haben wir schon vorher mal alles selber gemacht, Stück für Stück. Da gab es ja noch ein paar mehr Teile, sogar Original-VW-Teile haben wir neu gekriegt für den Kotflügel damals und ja. Front und hinten. Ja, das geht ja noch beim Golf 1, da kannst du ja noch ein bisschen ja machen, ne? Auch als jetzt kein Karosserie-Experte. Und hinten ist dieselbe Bremse drin. Eins also. Zu eins die gleiche? Eins zu eins die gleiche. Das ist mal ein dicker Depp, ne? So. 8 Kolben muss ja gleichmäßig aussehen. Hinten 8 Kolben am 1er Golf ist schon okay. Ja. Wahnsinn. Auch so die Perspektive, wenn man hier so drauf guckt, diese Riesenbremse. Ja. Ja, krass. Tatsache. Weil das so hat sich das dann auch über die Jahre entwickelt, passend zu den Turboladern, die dann so nach und nach gekommen sind. Genau. Ne? Dass halt Bremse auch immer größer. Ich weiß noch, es gab vor 10 Jahren. Das war so diese Golf 5, Golf 6 Zeit am Wörthersee, wo auch gefühlt jeder Golf so eine fette Keramik drauf hatte. So, da war es auch ja, so. Sieht ja auch immer gut aus. Muss ja. Krass. Gut, hier sieht man es wirklich gar nicht, war, würde keiner verbunden hinter den Felgen, aber
Nee, aber ja, meistens steht er ja so halt. Ne? Deswegen. Das ist also so größer sind die Blöcke, wenn ich den Radar brauche. So, jetzt muss ich eine Sache noch angucken, Auspuff. Weil selbst der. Achso, hast du gewickelt, okay, aber trotzdem hier selbst den Topf und so. Genau, ja, es ist gewickelt, damit ich den Unterbund einfach mit dem Lack da, das war mir zu heiß. Das ist also zu heikel, weil er dann zu heiß wird und mir der Lack da kaputt geht. Ja, ja, klar, wenn er dann nochmal ein bisschen läuft. Weil das ist ja jetzt hier auch 76, glaube ich, das ist ja doch schon ein ziemlich enger an der Karosse. Können wir den, so wie er jetzt gerade ist, mit der Bühne hochfahren oder müssen wir den erst auf die Räder? Ja, würde ich lieber erst auf die Räder, weil dann kommen wir auch. Ja, nicht so richtig viel genug wegen der. Weil der Unterboden sieht so krass aus. Ja, wir lieber erstmal abstellen. Dann stellen wir lieber. Dann machen wir lieber wieder Rad einmal ran. Machen wir Rad kurz wieder ran und dann stellen wir den. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Benzinnotregler nach ganz hinten gemacht. Damit es ja, vorne clean ist. Ne? Ist auch, glaube ich, jeder Mann, der irgendwie mit Leistung fährt oder irgendwas. Das macht wahrscheinlich keinen Sinn. Der Schlauch hier, als Sensor hier, ist ja 5 Meter lang. Also, ja, aber wenn es funktioniert am Ende, ne? Ja, funktioniert. Wahrscheinlich jetzt nicht optimal, aber für das, was ich hier vorab reichte. Mhm. Auch alles schön Carbon. Gab es mal eine Zeit, wo das komplett offen und auslackiert ist und dann wieder zugemacht? Oder war bei der hattest du schon immer zu? Das hatte ich schon immer zu, aber es ist auch komplett auslackiert. Also, ja. Aber es war eigentlich immer zu, weil ich es offen nicht so... Wobei so ein paar Bleche sind hier schon reingewandert, bis das alles so zu war, ne? Ja, ohne Ende. Der Club waren über 100 Löcher im Innenraum. Hier sind aber die großen Bleche, da ist ja die Rücksitzbank. Genau, links, rechts ist normalerweise offen bei dem Golf, ne? Genau. Das wurde ja zugemacht. Ne? Genau, das ist ja alles. Das sieht man so gar nicht. Es fängt an mit Halterung für Anschnallgurte. Die Säulen hinten, die C-Säule, da sind die gefühlte 10 Löcher, glaube ich, drin hinten. Ja, das ist ja alles. Das ist ja alles komplett alles zugemacht. Mhm. Und dieses alte Schwalbenschwanzheck, das hast auch du reingemacht, ne? Das ist ja nicht der Schwalbenschwanz. Wobei, nee, der Schwalbenschwanz war in der Mitte, oder? Genau, der war in der Mitte und den gab es ja nur bis 75. Ne? Aber da findest du ja fast gar keinen mehr. Und ich wollte eigentlich den jetzt nicht umbauen auf unseren Schwalbenschwanz oder mir irgendwas selber bauen, weil ich fand so 77 okay. So, ja, das ist bin ich jetzt auch nicht der Freund davon, wenn sich neuere Golfe die kleinen Rückleuchten einbauen und sonst irgendwas. Ich erkenne das sowieso, dass das gehen. War 1:1 bei mir auch so. Ich habe auch immer gesagt, 83er hat normalerweise breitere Rückleuchten und auch Stoßstangen lackiert und so. Genau. Und alle sagen immer, bau auf alt und so weiter. Und ich habe damals auch gesagt, nee, muss, wenn dann genau so. Aber krass, jetzt hat man so lange schon keinen mehr gesehen. Nicht stimmt, der Schwalbschwanz war mehr. Ja, der ist ja der lief so mehr so zu. Sind ja wirklich sehr, die sind ja alle weggerostet. Ja, krass. Okay, ich glaube, wir müssen ihn noch einmal von unten zeigen, um diese Arbeit noch mal ein bisschen zu würdigen. Naja. Oh, hier, ein Teil, was noch nicht verkrüppelt. Ja, ich weiß. Das ist mir auch aufgefallen. Das Problem ist, die ganzen Carbonverkleidungen hier sind eingeklebt. Jetzt muss ich erstmal da nochmal was gucken, wie du ankommst. Aber gut, kriegen wir hin. Meistens ist es nämlich immer so, dass die Jungs am Unterboden erst richtig Gas geben. Und hier ist nämlich tatsächlich selbst der Tank in Carbon drin. So. Selbst den Tank mit Carbon bezogen. Selbst Hinterachse verchromen ist ja schon immer so ein Ding, weil man halt so einen riesen Bad braucht, ne? Ja, das ist auch schwierig, auch mit Ecken und Kanten und genau. Aber der Tank, der haut mich auf jeden Fall schon wieder um. Krass. Ein paar Kleinigkeiten ja auch. Die Achshalter sind ja auch im Carbon, ne? Auch von der Hinterachse. Und ja, sind halt manchmal Details, die. Und halt alles blank. Das heißt, wenn du auf so einem Show- und Scheintreffen bist, musst du den Punkterichter auch wahrscheinlich so die ganzen Details auch immer so ein bisschen zeigen. Ne? Genau, ja, macht man ja. Man will ja gut abschneiden. Mhm. Ist ja normal als Bewerter, dass du da nicht alle Autos kennst. So, hier seht ihr die Hebeanlage. Das heißt, hier kommt der Stift, sag ich jetzt mal, raus, der das ganze Auto dann hochhebt. Aber an sich eigentlich auch cool gelöst so mit den Platten, ne? Also ich finde es jetzt nicht unbedingt... Nee, war die einzige gute Möglichkeit. Man hat ja mal erhofft, dass das auch alles hält, nicht, dass man den Unterboden verbiegt. Man kann es ja nicht
groß testen, ne? Okay. So, und der Tuning-Wahn, der Clean-Wahn ging sogar so weit, dass die Zündspule jetzt unten an der Ölwanne sitzt. Das heißt, die Zündspule ist aus dem Motorraum da unten rein. Hier ja. Den ganzen Kabelbaum auch, beziehungsweise das sind die Leitungen, ne? Und ein paar Kabel. Ja, Kraftstoff, ein paar Kabel. Naja, und hier ist halt der Hauptkabelbaum versteckt wie möglich. Ein paar Kabel brauchst du ja trotzdem doch. Ja. Mapsensor. Hier hat man, sieht man auch gut. Weiß ich noch, das waren so mit die ersten Schnitte, die ich an meinem Einser auch gemacht habe, ist dieser Ausschnitt für die Antriebswelle. Ja, genau, den, wenn du wirklich richtig tief fährst. Genau. Ja, das ist jetzt bei dem noch nicht extrem nötig, weil es nicht extrem tief fahre, aber ansonsten brauchst du die Dinger, ja. Ja, und mit der Bremse ist es halt wirklich ein Millimeter. Ja. Und natürlich auch Radlagerhäuser, alles verchromt, ne? Muss ja. Auf jeden Fall. Menschen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, schon wirklich annähernd perfektes Auto. Muss man einfach mal so sagen. Auch so, wie blank halt dieser ganze Schweller und alles voll. Man sieht halt auch, da war noch nie irgendwie Dreck drauf. Da wird wahrscheinlich auch nie wieder Dreck drauf kommen. Offenbar nicht. Ja, krass, cool. Wirklich viel Arbeit. Also wirklich auf jeden Fall vielen Dank schon mal, dass wir das Auto hier vorstellen. Auch gerne. Durften, weil ich finde immer, dass über so einen langen Zeitraum, diese ganze Arbeit, also klar, jedes Mal, wenn du auf dem Treffen bist, kommen die Leute ja auch an, aber ich finde einfach, sowas muss man einfach mal zeigen, weil so ein bisschen die Leute verstehen immer nicht, warum man das macht, so viel Arbeit in so ein Auto rein über Jahre, und wenn man dann mal Leute findet, wo es wirklich ist, muss man das einfach auch wertschätzen und mal ein bisschen zeigen. Ja, es werden ja auch mal weniger, aber die sowas. Gibt es da in der Szene neue Autos, die nachkommen? Ganz wenig. Weil das sind meistens auch meine Generation. Das sind die, die noch ein zweites Projekt bauen oder so. Also jetzt einen 18-Jährigen zu finden, der sagt, ich will sowas bauen, glaube ich nicht, kenne ich nicht. Nee. Die brauchen jedes Jahr ein neues Auto oder neue Felgen. Ja. Die Geduld hat keiner mehr, glaube ich. Oder DSG-Knallen und Leistung. Ja, die Geduld und ja. Ja, stimmt, die Geduld ist ein guter Punkt. Handwerklich, weiß ich nicht. Bin der Meinung, dass unsere Generation da noch ein bisschen mehr auf dem Kasten hat, als die jetzt nachkommen. Ja. Ich weiß es nicht, aber also es kommen wenig nach. Und die, was Neues haben, die kannte ich auch schon vor 10 Jahren, die Leute. Ja. Ja, nee, wirklich geil. So, jetzt, dann gibt es noch ein zweites Auto hier in Corrado. Fast genauso krass umgebaut. Wollen wir gar nicht so heftig drauf eingehen. Nur eine Sache, weil ich mit ein paar Leuten drüber philosophiert habe. R32 Motor mit einer Einzeldrossel. So, das heißt, wir haben hier wirklich 6 Klappen, die wirklich direkt vorm Kopf hängen. Und wenn man übertrieben gesagt hier reinguckt, wenn die Klappe aufgeht, das wäre ein Volltraum, weil da kannst du fast bis auf ein was mit dir gucken. Jawohl. Oder muss ich glatt mal mein Handy einmal rauszücken, das muss ich einmal filmen. Das muss ich hier kurz für die Nachmenschen festhalten. Weil so eine Einzeldrossel ist für mich klanglich immer schon Masterdinger. Ich weiß noch, es gab ja ganz lange den Golf von dem Holländer mit dem VR6 mit der Einzeldrossel. Ne? Genau, der ist abgebrannt worden. Genau, in der Show und Shine-Szene. Genau. Und da war es wirklich immer so für mich, der ist zwar auch nicht gefahren, ja nicht viel. Das weiß ich gar nicht. Aber wenn man den mal fahren gehört hat, dieses Einzeldrossel-Geräusch ist wirklich, ist brutal. Krasses Ding. Können wir den mal anschmeißen? Oder? Denke schon. Nur mal so ganz kurz, einmal so ein, zwei Gaststöße mal, wie das Ding hier so schnorchelt. Massiv laut durch den Auspuff hier, kann man mal was hören. Ja. Programmierbare EcoMaster. Ah. Ja, auf beiden Autos. Da muss also der letzte Schliff noch gemacht werden. Ja, er stand jetzt auch wirklich ganz lange. Ist komplett nur durchgehendes Rohr? Auspuff oder ist noch ein Schalldämpfer irgendwie so? Ein Endschalldämpfer, aber auch so ein Zweimal Motorsport-Ding, glaube ich, wenn man da rinkriegt. Das ist quasi wie. Ja, ist wirklich einfach nur. Aber wenn man noch inzwischen, ja. Wenn man vorsteht, dieses Ansauggeräusch ist wirklich. Also das wird auch so laut, dass man das so gar nicht kennt. Also. Finde ich zumindest jedes Mal wieder.
wenn die sechs Dinger da aufgehen, ist das schon. Ja, wenn ihr noch richtig Last kriegen würde, dann werdet schon noch ein bisschen. Ja, wenn du so ein paar Gänge durchziehst. Ein paar Feinheiten sind noch zu machen. Aber wie gesagt, es steht halt auch mal viel. Und der soll aber gefahren werden oder auch nicht gefahren werden? Doch, aber wirklich, ja, mal zur Eisdiele oder mal irgendwo hin. Aber wie gesagt, hier im Großraum Berlin mit so einem Fahrzeug. Ja, immer eine heiße Geschichte. Und hier müsste da dann ja auch schon irgendwie, ja, zumindest in so einen dünnen Strumpfhose, so eine Strumpfhose oder so, ne? Dass nichts, das kleine, keine Vögel reinfliegen. Ja, ein paar kleine Feinheiten noch, aber ansonsten funktioniert das. Klar, muss nochmal Kacke alles vorbeikommen. Zum Abstimmen, ne? Ja, ja, den wäre auf jeden Fall, also den richtig zum Laufen kriegen, das wird am Ende das geringste Problem, ne? Ja, ist ja. Ja, okay. Ich würde sagen, jetzt sind wir eigentlich auch schon durch. Vielen, vielen Dank nochmal. Extrem cooles Auto. Ich habe zu danken, dass ihr vorbeigekommen seid. Weiterhin viel Spaß, Erfolg und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es jetzt ein paar Leute mehr gibt, die sich das Auto auf jeden Fall mal genauer angucken, wenn ihr am Wörthersee seid. Weil für denjenigen, der ein Faible hört, lohnt es sich definitiv. Na klar, kommt immer rein. Ich habe auch immer kaltes Bier am Start. Ah, sympathisch. Immer vorbeikommen. So, genau das werden wir jetzt machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.